Auf der griechischen Insel Naxos startet für die 17 Kandidatinnen und Kandidaten die vierte Woche mit einem anstrengenden Workout. Power, jawohl. Los geht's. Komm, ihr alle. Bam, jawohl. Und testen. Oh, was ist da los? Ich habe im Augenwinkel gesehen, dass da jemand liegt und habe dann gesehen, dass es Florian ist und dass er einen Kreislaufkollaps wohl hatte. Es war natürlich kein schöner Anblick, den Flo da liegen zu sehen, und natürlich habe ich mir da Sorgen gemacht. Das hat mich dann halt geschockt, weil ich so nicht erwartet hätte, dass sowas passieren kann. Es ging ihr an dem Tag nicht besonders gut. Und aus dieser geschwächten Situation hat er versucht, Leistungsspitzen zu generieren. Das war schlicht und einfach zu viel. Ramin und ich, wir wollten einfach nicht mehr mit dem Sport weitermachen. Wir haben einfach die Einheit gestoppt und wir sind froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Der Schrecken saß natürlich komplett tief, aber körperlich ging es mir relativ schnell wieder gut. Florian war in einem generellen Zustand der körperlichen Schwächung. Aus dem Grund habe ich bei ihm eine gründliche Untersuchung gemacht. Ich habe einfach gemerkt, dass es mir die ganze Zeit irgendwie schlecht geht, also körperlich. Und das hat sich natürlich auch mental weitergeführt. Ja, das setzt einem natürlich irgendwo schon zu. Am nächsten Morgen möchte der Camparzt-Kandidat Florian noch mal sehen. Hallo Florian. Ich glaube, du hast richtig Gas gegeben. Ich kann das ein bisschen an den Laborwerten sehen. Vielleicht hast du auch für deinen Körper zum jetzigen Zustand ein klein bisschen zu viel gemacht. Ich würde dir empfehlen, die nächsten Tage mit dem Sport einen Schritt zurückzugehen. Lieber mehr Ausdauer, keine starken Spitzenbelastungen. Zum anderen würde ich sagen, solltest du dich vielseitig ernähren. Du solltest verschiedene Gemüse essen, du solltest bunt dich ernähren, sodass du auch etwas mehr Nährstoffe zu dir nimmst. Im Nachhinein kann man sagen, er muss einfach dieses Gleichgewicht, wie viel darf ich essen und wie viel Sport kann ich machen, dieses Gleichgewicht herauszufinden, ist nicht ganz einfach. Wie geht's dir denn jetzt? Was ist dein Eindruck jetzt nach den Untersuchungen? Ja, rein mental ist es, ich bin komplett irgendwie kraftlos und total müde. Ja, ich würde sagen, dein Ehrgeiz in allen Ehren, aber du hast ein bisschen zu viel gemacht und ich denke, dass wenn du jetzt ein bisschen mehr auf das Thema Regeneration achtest. Hört sich gut an. Okay. Alles klar. Gut, mein Lieber. Vielen Dank. Ich muss für mich jetzt einfach überlegen, wie ich meinem Körper wirklich diese Regeneration geben kann und wie es für mich im Endeffekt vorangeht. Auf der einen Seite bin ich ja hier, um was wirklich zu beweisen, noch was zu reißen wirklich. Und auf der anderen Seite jetzt ein bisschen den Dämpfer zu bekommen. Schon irgendwas, was mich auch gerade in solche Gruppe auch wieder komplett zurückschmeißt. Nach dem Schrecken beim letzten Workout möchten sich auch Sigrid und Ramin einen Eindruck von ihren Schützlingen machen. Oh. Oh. Schön, euch zu sehen. Ihr kommt nur noch da rein. Nur noch in die Seite. Na? Ihr habt gute Laune, das sieht man. Das ist schön. Da kommt dann noch jemand. Oh. 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 Hallo zusammen. Sitzt aber schön brav hier. Ja, als ich die Christi gesehen habe, habe ich mich erstmal gefreut, dass was passiert. Also wenn die Christi zu uns ins Camp kommt, das hat meistens eben irgendwas mit einer Challenge zu tun, irgendeine Aufgabe. Früher war Essen euer guter Freund und auch euer Seelentröster. Aber leider hat euch Essen auch sehr geschadet. Und falsche Ernährung ist ganz sicher einer der Hauptgründe, warum ihr hier seid. Aber ihr habt ja beschlossen, euer Leben leichter zu machen. Es geht nämlich in dieser Woche um Ernährung. Ich würde schon von mir behaupten wollen, dass ich einiges darüber weiß. Aber das ist Theorie und Praxis sind ja auch mal zwei Sachen.
Hier im Camp koche ich eher weniger. Dafür kochen die Männer für mich, denn dafür wasche ich denen die Wäsche. Und das werden wir in dieser Woche ändern. Nach dieser Woche werdet ihr Bescheid wissen. Das Thema Ernährung ist sehr wichtig für uns und ist auch einer der Bausteine, um auch später erfolgreich zu sein. So, aber vorher macht ihr bitte Sport. Und zwar mit euren beiden Trainern, denen ich ja heute eine ganz besondere Aufgabe mitgegeben habe. Die werden es euch selber verraten. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß. Und dann könnt ihr jetzt mit euren Trainern zum Sport gehen. Auch beim heutigen Trainingswettkampf dreht sich alles um Ernährung. Wie ich die Glosch zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, dass da vielleicht ein Gewinn darunter versteckt ist oder sowas, den wir jetzt erlaufen müssen. Ja, ihr Lieben, wie die Chrissy es schon angedeutet hat, steht diese Woche ganz im Zeichen von Ernährung. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir im Sport auch Ernährung zu einem Thema machen. Und deswegen wird diese Sporteinheit sich auch sehr viel mit Ernährung befassen. Und da hatte ich so, hoffentlich ist da kein Döner drunter oder so. Wir möchten euch zeigen, wie hart ihr trainieren müsst, um die Kalorien einer vermeintlich kleinen Sünde zu verbrennen. Deswegen fordern wir Team Pink und Team Blau zu einem Burger-Duell heraus. Und das ist tatsächlich kein Wettessen. Die Versuche gibt es ja manchmal, dass man sagt, okay, wer würde tatsächlich vom Burger abbeißen? Du hast einige Augen gesehen, die wirklich so rausgequollen sind. Fuck, hätte ich so Bock auf diesen scheiß Burger gehabt. Ich schwör auf alles, ich hätte ihn so gern auch kalt gegessen. Also dieser Cheeseburger, den der ein oder andere sich mal kurz reingezogen hat nebenbei, hat 490 Kalorien. Geht schon noch, geht ja noch. Hey, das ist Standardburger, da ist ja gar nichts drauf. Da war kein Getränk dabei, da war keine Pommes oder sonst irgendwas dabei. Sven habe ich schon geguckt, da gegrinst, das ist was für ein hohlen Zahn. Ne? Die Kalorienzahl, die dann aufgerufen wurde, ist so, dass ich mir dann bewusst wurde, wie viel ich eigentlich geschaufelt habe. Ihr bekommt pro Team je ein Laufband zur Verfügung gestellt, womit ihr die ganzen Kalorien dieses Burgers abstrampeln solltet. Außerdem müsst ihr innerhalb eures Teams euch aufteilen, wer welchen Bestandteil des Burgers übernimmt. Das Team, das am Ende näher der Lösung ist, hat das Duell gewonnen. Und weil wir glauben, dass ihr gut seid, machen wir es euch noch schwerer. Und der Kalorienzähler auf den Laufbändern ist abgeklebt. Das heißt, ihr wisst nicht, wie nahe ihr eurer Schätzung gekommen seid. Ihr habt eine Stunde Zeit. Gebt alles. Let's go, wir gehen auf den Outdoor-Sportplatz. Team Big, bleib hier! Das dient dazu, unseren Kandidaten klarzumachen, wie viel Energie sie aufwenden müssen, wie viel sie arbeiten müssen, um einen vermeintlich kleinen Snack aufzuarbeiten. Ihr müsst euch jetzt aufteilen und müsst euch überlegen, wer macht welche Komponente von diesem leckeren Cheeseburger. Wir haben hier Brötchen, Käse, Fleisch, das Gemüse insgesamt, Ketchup. Florian hat aktuell ein bisschen gesundheitliche Probleme. Der Arzt hat ihn gründlich durchgecheckt. Florian, du machst heute Co-Trainer. Und im Endeffekt war das dann in Absprache wirklich auch mit Christian. Ich hatte, konnte noch keine Sporteinheit mitmachen. Besprecht euch mal. Brot, wer läuft? Okay. Eine Scheibe Käse hat zwischen 89 und 110 Kalorien. Interessant wäre es, ob es Schwein ist oder ob es Rinder. Weil Schwein hat mehr Fett als Rind. Wer läuft hier? Betty? Das Fleisch. Der 100 Käse hat. Und wir sagen jetzt 200 dazu für das Brot. Haben wir 300 schon. Also Brot hat am meisten. Gemüse? Ich versuche. Okay, gut. Bitte merken. Ich glaube tatsächlich, dass der Ketchup sogar mehr hat als der Käse, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie hat der gesagt, der ist dann, der hat der Käse gesagt. Also waren wir wie so Hühner auf einem Haufen und haben uns gefragt, wer legt das erste Ei. Paolo macht jetzt das Gemüse. Ihr habt eine Kommunikation, weiß ich nicht.
So, also, ich will mal ein paar Namen hören. Ich verstehe das nicht, dass man über so einfache Themen so lange diskutieren muss. Mach doch einfach mal. Wer macht das Fleisch? Und wie viele Kalorien hat es? Fleisch. Jassi und Dylan machen das Fleisch. Bis wir erstmal verstanden haben, dass es eben Team Brot gab, Team Paddy, Team Salat und Team Käse, hat das ein bisschen so gedauert. Wer macht Käse? Ich glaube, wir haben tatsächlich in dem Moment gar nicht realisiert, dass das von unserer Zeit abgeht. Gut, jetzt. Okay. Vier Minuten lang habe ich gerade geht. Müsste eigentlich realistisch sein mit dem Gemüse, Obst und alles, was drauf war. Was läufst du? Für was? Für das Brot. Für das Brot, okay. Ja. Mit was fangen wir an? Ich fange jetzt mit Fleisch an. Gut. Die Kommunikation bei uns läuft immer sehr turbulent, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir das noch nicht geschafft haben, einander zuzuhören. Wir hatten ja im Endeffekt nur noch 50 Minuten von der Stunde übrig, weil wir eben erstmal bequatschen mussten, wer übernimmt was. Atmen und dann auch mal langsam die Geschwindigkeit erhöhen. Ich wusste, dass wir rennen werden müssen und ich weiß, welche Stufe ich in der Regel laufe. Und ich weiß, dass wenn ich diese Stufe durchlaufe, ungefähr 300 Kalorien habe. Wie viel hat das Brötchen jetzt eurer Meinung nach Kalorien? 170. So. 105 bis 170. Ich denke 20, das heißt 20 Minuten insgesamt. Ja. So ein scheiß Cheeseburger, den man vorher vielleicht dreimal die Woche gegessen hat, abzutrainieren, habe ich vorher nie gewusst, weil es mich eigentlich nie interessiert hat. Jawohl, ja, das ist super. Ganz toll. Wie viel muss ich laufen? Ganz gut, wir können uns das Laufen zuläuten einfach. Ja. Es war einfach wirklich für mich wie Pokerspielen. Ich hatte halt gar kein Gefühl. Also, wann macht man das im Leben? Also, wechseln. Bibi. Ja. Wenn sie so lange macht, dass ihr so 17, 18 Minuten habt, dann müssten wir eigentlich relativ gut dran sein. 4x5 sind wir gelaufen und nicht in einem langsamen Tempo. Ich dachte auch im Fernsehen, okay, das ist ja so ein bisschen Laufen, dachte man sich so. Warum stellen sich die Menschen an? Das ist echt anstrengend. Ich wollte einfach nur dieses Brot ablaufen. Du läufst jetzt durch, um diese Kalorien zu verbrauchen. Ich wollte einfach nur Gas geben und dann das Teil gewinnen. Aber dieses dauerhafte im selben Tempo, das ist voll der Scheiß. Also wirklich. Bis wann? Machen wir weiter, ich sag mal stopp. Jawohl! Da geht ja so viel! Du bist dann so im Adrenalin. War das jetzt richtig mit der Kalorienanzahl? Aber man konnte so viel rechnen, wie man will. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt aufhören. Die Nächsten müssen drauf.